Sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren, es war ein langer, schwieriger und steiniger Weg, der uns nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs zueinander gebracht hat. Erinnern wir uns. Am Morgen des 22. Juli 1941 griff das nationalsozialistische Deutschland ohne Kriegserklärung die Sowjetunion an. Den vorrückenden Armeen folgten sogenannte Einsatzgruppen, die hinter der Front im rückwärtigen Gebiet systematisch Widerstandskämpfer, Kriegsgefangene und Juden ermordeten. Die Zivilbevölkerung wurde nicht verschont, ganz im Gegenteil. Frauen, Kinder, Männer wurden Opfer brutaler Willkür. Mit insgesamt 27 Millionen Toten hat kein anderes Land in diesem Vernichtungskrieg so viele Tote zu beklagen wie die damalige Sowjetunion. Dieser Opfer gedenken wir heute in Demut und in tiefer Trauer. Es ist angesichts deutscher Kriegsverbrechen keine Selbstverständlichkeit, dass die Russische Föderation vor 30 Jahren großes Wohlwollen gezeigt und mit der Bundesrepublik Deutschland ein Kriegsgräberabkommen abgeschlossen hat. Mich erfüllt es mit großer Dankbarkeit, dass wir in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen dieses Vertrages begehen dürfen. Diese Signale des Versöhnens, des Verstehens und des Respektierens sind in den Schwierigkeiten des politischen Alltags ein großes Geschenk. Und dafür danke ich unseren russischen Partnern. Insgesamt gibt es in Deutschland 4.085 sowjetische Kriegsgräberstätten, auf denen rund 660.000 sowjetische Bürger, viele von ihnen Russen, ruhen. Für die Pflege dieser Kriegsgräberstätten, an der sich auch der Volksbund beteiligt, stellt die Bundesregierung jährlich rund 25 Millionen Euro zur Verfügung. Davon 1 Million Euro für die Erhaltung und für die Pflege der größten sowjetischen Ehrenmale in Berlin, im Treptower Park, so in Tiergarten und in Pankow. Regelmäßig überzeugen sich Mitglieder von Veteranenverbänden, Vertreter staatlicher Organe sowie gemeinnützige Vereine aus Russland, aus Weißrussland und der Ukraine davon, dass alle diese Anlagen in tatenlosem Zustand erhalten werden. Seit 1992 durfte der Volksbund in Russland 22 deutsche Soldatenfriedhöfe errichten oder wiederherstellen. Die größten Friedhofsanlagen befinden sich in Wolgograd-Roschoschka mit über 64.000 deutschen Kriegstoten, in Kursk, Besedino mit rund 51.000 und in St. Petersburg mit über 58.000 Kriegstoten. Nach Abschluss der Zubettungen werden dort etwa 80.000 deutsche Soldaten ihre endgültige Ruhestätte erhalten haben. St. Petersburg, Sologubowka, wird damit zur weltweit größten deutschen Kriegsgräberstätte. Diese Fakten beeindrucken nicht nur mit ihrer zahlenmäßigen Größe, sondern sie belegen auch eindrucksvoll, dass wir gemeinsam im festen Willen der Versöhnung viel erreicht haben. Das sollte uns auch in der aktuellen politischen Situation Ansporn sein, unsere fruchtbare Zusammenarbeit gemeinsam fortzusetzen, um zu zeigen, dass aus ehemaligen Kriegsgegnern in diesen Fragen Partner werden können. Gemeinsam können wir die Erinnerung bewahren und das Wissen um die Fehler der Vergangenheit an die nachkommenden Generationen weitergeben. Nur gemeinsam können wir dem Frieden in der Zukunft eine Chance geben.